Hallo meine Lieben, heute wollte ich euch zeigen, wie ihr solche Schablonen hier selber mit dem Plotter erstellen könnt, weil die kosten ja auch schon ziemlich Geld und wenn ihr die selber machen könnt, könnt ihr dadurch natürlich ein bisschen sparen. Und das ist ein Material von Silhouette, aber das könnt ihr natürlich auch mit allen anderen Plottern schneiden. Wie das funktioniert und was ihr dabei beachten solltet, das zeige ich euch gleich nach dem Intro. Das Material, mit dem ich arbeite, ist wie gesagt eben hier das von Silhouette. Aber wie gesagt, ihr könnt da echt mit jedem Plotter das bearbeiten oder schneiden. Ich mache da jeweils einfach gerade das, was ich brauche. Und ich habe solche für die Slimline-Karten. Ich habe aber auch solche für die normalen Karten. Also normalen. Ich habe für mich bestimmte Maße. Die Slimline-Karten sind bei mir immer 9 cm in der Breite, 21 cm in der Höhe. Deshalb weiß ich auch, wie ich meine Schablonen schneiden muss, dann von der Größe her. Wenn ich viereckige habe, dann nehme ich 13 x 13 cm. Und wenn ich die Standardkarten quasi habe, die sind jeweils 10,5 cm in der Breite, 14,8 cm in der Höhe. Das sind so die drei Kartenformen, mit denen ich arbeite. Ist natürlich gut, wenn ihr wisst, mit welchen ihr arbeitet standardmäßig, dann könnt ihr eure Schablonen auch dementsprechend schneiden. Genau, ich mache zwei Varianten. Eines nehme ich eine Stencil-Datei von Creative Fabrica. Da zeige ich auch, wie ihr die findet. Und das andere werden wir tatsächlich auch selber eine gestalten, weil das könnt ihr machen. Ihr müsst einfach ein paar Sachen beachten und das gucken wir uns jetzt gleich an. Wenn ich nach Schablonen bei Creative Fabrica suche, na, Englisch funktioniert immer besser von der Suche her. Das heißt, ich sage hier einfach Stencils, also ja, dieses Wort, Stencil. Und sage mal suchen. Und dann bekommt ihr hier ganz viele verschiedene Resultate. Ich zeige euch kurz eine, die jetzt hier auftaucht, aber die nicht funktionieren wird. Wir haben hier extrem witzige Dateien, aber das ist alles geschnitten. Das heißt, wenn jetzt im Auge hier drin das Weiße, das würde ihr ausschneiden, dann würde mir das Auge innen drin oder die Iris fehlen, die Schattierung. Das heißt, wenn ich Schablonen machen will, jetzt mit dem Stencil Material, dann muss ich Schablonen haben, die auch zusammenhängen oder Motive haben, die zusammenhängen. Dasselbe hier, Lotus sind zwar schön, aber diese Teile würde es quasi, also es würde hier außen am Rand entlang schneiden plus dann innen und der ganze innere Teil dieser Blume würde dann aber fehlen, weil er ja hier außen herum schneiden würde. Auch das funktioniert nicht. Von dem her könnt ihr nach Stencils suchen, aber ihr müsst dann halt noch ein bisschen genauer angucken. Sehe hier zum Beispiel hier Engelsflügel. Die werden funktionieren, weil ihr seht, dass die Elemente hier alle am Außenmaterial dranhängen. Das heißt, es werden hier diese einzelnen Federn werden ausgeschnitten, der Rest hängt an der Schablone dran und deshalb wäre das eine, die funktioniert. Oder, das ist eine, die werde ich heute verwenden, die sieht so aus, ich nehme hier diese, das heißt, ich habe zwar ganz viele Kreise, aber die hängen alle am Außenteil dran. Genau die werde ich verwenden, heißt Bubble Stencils. Und das heißt, ich kann die herunterladen und dann als SVG, weil hier steht, dass es als SVG zur Verfügung steht, kann ich die dann entsprechend in das Plotter-Programm reinnehmen. Genau das mache ich kurz. Und ihr müsst immer drauf gucken, wenn ihr die Datei herunterladet, dann ist es ein ZIP-File, da müsst ihr drauf und das quasi öffnen, also als normalen Ordner haben. Bei mir beim iPad ist es wunderbar, ich kann einfach einmal drauf tippen und dann habe ich einen geöffneten Ordner und da habe ich dann hier drin, kurz gucken, welcher ist. Das ist genau nicht den ich haben will, sondern ich will A, genau den.
und dann kann ich hier die SVG-Datei nehmen. Ich arbeite heute mit der Cricut Joy Extra und deshalb habe ich das natürlich auch geöffnet und gehe jetzt hin und hole mir kurz die Datei, da wo ich sie gespeichert habe. Das ist die. Kann ich sagen, anwenden. Es ist ein Schneiden. Sage ich auch gleich. Bubble Stencil. Dann natürlich das Schneiden und dann hochladen. So, jetzt ist die ziemlich groß. Und wie gesagt, ich habe eine Karte jeweils, wenn ich dieses Format habe, dann sind die bei mir 13x13 cm. Das heißt, ich würde hier beim Stencil drauf gucken, dass sie 14x14 cm ist. Weil ich habe gerne so ein bisschen Rand, wo ich die Karte noch dran befestigen kann. Das heißt, ich gehe auf Bearbeiten und sage, das soll 14 cm sein. Dann ist es auch 14 cm in der Breite, weil das ja quadratisch ist. Das ist tatsächlich auch schon alles, was wir hier machen müssen. Das heißt, ich kann die einfach so ausschneiden und verwenden. Jetzt bereite ich aber auch gleich noch die zweite vor, einfach damit wir dann beides zusammen oder beides nacheinander schneiden können. Das heißt, ich gebe hier eine Form hinzu, Quadrat, und da will ich eine für die Slimline-Karten machen. Und deshalb sage ich dem hier, ich hebe hier die Verknüpfung auf von der Größe her und sage, Breite her sind meine Karten 9 cm, also sage ich hier 10. Und von der Höhe sind sie 21 cm, also sage ich 22 cm. Upsi, das wollte ich jetzt nicht. So, das ist die Größe, die ich zur Verfügung habe. Und jetzt gehe ich mal hier in die Bilder rein und suche mal einfach einen Bunny. Silhouette. Weil ich will nur die Umrahmung haben, funktioniert dann eigentlich besser. So, jetzt haben wir hier verschiedene Silhouetten. Wie gesagt, wenn ihr, also man könnte, also sowas. Sieht zwar cool aus, aber bei der Größe, ich will die wirklich nur ganz klein haben und ganz viele aneinander gereiht. Von dem her würde ich eher sowas hier nehmen. Suche ich noch ein bisschen, ob ich eine Form habe, die mir noch besser gefällt. Den hier finde ich schon mal sehr witzig. Da brauchst du ein bisschen Vorstellungsvermögen von wegen, wie würde das dann, wenn ich ganz viele davon auf einer Karte als Hintergrund habe, wie würde das aussehen? Hier, der würde auch ganz lustig aussehen, aber die kleinen Härchen sind dann zu klein, weil ich werde viele davon aneinander reihen. Ich finde den hier eigentlich ganz witzig. Und dann bekommt ihr auch noch Vorschläge von solchen, die ähnlich aussehen. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich den. Also zum Arbeitsbereich hinzufügen, anzeigen. So. Das ist der hier. Ich mache den kurz weiß, damit wir da auch was sehen oder rosa, wie auch immer. Und muss ich hier die Größe wieder verknüpfen, damit wenn ich den verändere, dass der in der Proportion beibehalten wird. Ich glaube, ich gehe hier sogar noch ein bisschen kleiner. So, sieht doch ganz witzig aus. Wenn ihr unsicher seid von der Größe her, könnt ihr auch das hier kurz duplizieren. Dann dem sagen, von der Kartengröße her, dass es dann eben 9 cm ist. Kurz die Verknüpfung aufheben und von der Breite hatten wir gesagt, von der Höhe her hatten wir gesagt 21. Und dann sage ich dem hier ganz einfach, dass das eine Hilfslinie ist, anwenden. Und dann kann ich das auf der Karte platzieren. Hm. 9 cm. So, jetzt.
kann das schön in die Mitte schieben und jetzt sehe ich nämlich auch, wo das dann sein wird. Ich glaube, ich mache den doch noch ein bisschen größer. Bin ein bisschen unentschlossen heute, ich weiß. Mama, 1,5. Ja. Und jetzt kann ich den ganz einfach ein paar Mal duplizieren. Jetzt markiere ich die alle kurz und sage jetzt einfach nochmal duplizieren und schiebe die ein bisschen runter. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of hypnotized. In der Orientierung sind sie jetzt für mich gut verteilt, aber ich möchte, dass die gleichmäßig verteilt werden von den Linien her. Von dem her markiere ich jetzt einfach mal immer eine Linie und gruppiere die. You and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here, doing my best to make you feel like. Also kann ich jetzt die Gruppen quasi auswählen und hier dann beim Bearbeiten sagen, verteilen und zwar vertikal. Hat super funktioniert, ne? Oder wir könnten auch bei den Gruppen versuchen, wenn wir die sagen, kombinieren und dann verschweißen. Vielleicht hilft das. So, jetzt versuchen wir es nochmal. Arbeiten, verteilen, vertikal. Gut, auch das will er nicht. So, ich habe die versucht, möglichst gut manuell jetzt zu verschieben. Und jetzt gucke ich, also ich kombiniere die alle, sage verschweißen. Weil so kann ich die jetzt auch in der Mitte der Karte quasi dahinlegen. Hilfslinie brauche ich nicht mehr. Und dann kann ich die beiden Sachen auswählen und sagen, bearbeiten, ausrichten, horizontal und vertikal. Dann ist das hier schön in der Mitte von meiner Schablone. Und dann die beiden Sachen natürlich verbinden, damit es dann auch genau da ausgeschnitten wird und nicht irgendwo sonst. So, das heißt, ich habe zwei Schablonen und kann jetzt auf Herstellen gehen. Dann auf der Schneidematte bestätigen. Und er wird zwei brauchen, ganz einfach deshalb. Diese Seiten sind 21,5 x 28 cm hoch oder groß. Ich gehe jetzt mal auf sicher und nehme wirklich für jedes ein Blatt. Wenn ihr kleinere habt, dann könnt ihr die natürlich auch für, also zwei auf eine Matte platzieren. Das heißt, ich habe diese beiden, kann dann sagen weiter. Jetzt habe ich noch was vergessen. Sorry, ich muss noch mal zurück. Speichern wäre schon mal nicht schlecht, weil was ich zuerst machen will, ist, dass ich blende ich auch aus, dass ich einen Testschnitt machen kann. Ich gebe da mal eine Form ein, ich nehme einfach ein Herz, ein kleines, braucht auch nicht wirklich groß zu sein, 1 cm, sage herstellen, weil dann kann ich das zuerst testen, weil immer wenn ihr ein neues Material habt, müsst ihr das testen, sage auf der Schneidematte bestätigen. Perspektive für mich ist nicht das Material neu, sondern ich habe einfach mit der Cricut Joy Extra noch keine Stencils geschnitten. Zeige ich weiter.
Und ihr seht hier, na, die sind wirklich super klein und mit dem Material bekommt ihr so kleine Sachen wirklich auch geschnitten. So, und jetzt muss ich hier ein neues Material anlegen, weil da wird, also ich werde jetzt nicht jedes Material hier durchsuchen, ob das irgendwie funktioniert, sondern ich sage hier einfach Einstellung, dann sage ich Plus, dann sage ich Stencil Extra hinzufügen und da gehe ich mit dem Schnitt auf 250, habe ich das bisher geschnitten, einmal schneiden, speichere ich. Und wenn das nicht passen würde, dann kann ich das nachher immer noch anpassen. Das heißt, ich sage jetzt hier das Material, sichern, gehe zurück. Dann muss ich zu meinen Materialien gehen. Dann habe ich hier Stencil Extra. Kann ich das Ganze schon laden und ausprobieren. Die Kamera wollte gerade nicht, aber was ich vorhin gerade erzählt habe, ohne dass es aufgenommen hat, ich habe jetzt einfach ein kleines Teststück und ich habe das auch an der Matte oben und links festgemacht, weil beim Stencil will ich wirklich nicht, weil ich so klein gehe und es doch ein dickeres Material ist, will ich nicht, dass sich das verschiebt. Deshalb, ne, hier festgemacht, jetzt kann ich auf Los tippen. Na, gucken wir, ob das funktioniert. Sagen, okay, auswerfen und gucken, ob das geschnitten hat. Nee, hat es nicht. Dann gehe ich hier wieder zurück. Sorry, Schneidematte nochmal bestätigen. Jetzt muss ich das ein bisschen weiter drüben platzieren. Weil hier habe ich ja gerade versucht zu schneiden, das heißt, ich schiebe das jetzt einfach ein bisschen rüber. Weiter. Und jetzt gehe ich wieder zu allen Materialien. Einstellung. Dann hatte ich das Stencil genannt, also muss ich beim S suchen. Sehr schön. Hat er nicht gespeichert. Wir haben uns entschieden, dass wir das nicht haben wollen. Gut, dann Einstellungen plus. Nochmal Stencil extra hinzufügen. So, das heißt, ich gehe hier massiv hoch. Nehmen wir mal die vollen 350. Speichern. Die wähle ich aus. Dann kann ich die auswählen. Oh, dann gucken wir uns das nochmal an. Das heißt, ich lade das Ganze nochmal. Give me your attention. Sag okay. Gucken wir uns das zweite an. Nö. Ist ja witzig. Weil mit der Cricut Joy hat das eigentlich funktioniert. Das heißt, ich muss auf zwei Durchgänge gehen. Heute haben wir echt Spaß. Ich starte jetzt die App zum dritten Mal. Versuchen wir es nochmal. Herstellen. Auf der Schneidematte. Bestätigen. Das liegt in der Ecke. Weiter. So. Jetzt nehme ich mal an, hat er mir mein Material wieder nicht gespeichert. Das ist genau so. Einstellen plus. Stencil extra. Hinzufügen. So, jetzt gehen wir hoch und zweimal schneiden, sage speichern,
sage zurück. Und dann muss ich das natürlich auswählen. Sage das. So, versuchen wir es nochmal. Deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr diese Testschnitte macht mit einem Material, weil wäre jetzt schade gewesen, wenn ich alles hätte versucht zu schneiden und es nicht funktioniert hätte. Los. Alles nix. Ich sag dem, er soll zweimal schneiden und er macht's nicht. Gut, das heißt, ich sag's euch, ich gewinne immer am Schluss. Das heißt, ich muss den jetzt kurz ein bisschen runterschieben, weil hier habe ich schon versucht zu schneiden. Sage weiter. Sage ich alle Materialien und jetzt nehme ich einfach etwas, was wirklich schön dick ist. Gucken wir mal. Acetatfolie. Vielleicht hilft das. I'm trying to breathe, but the air feels just like water. You're making me... Okay. Bei der hatte jetzt zweimal geschnitten. Schon mal nicht schlecht und es hat wunderbar geschnitten. Von dem her weiß ich für mich jetzt einfach, ich muss Acetatfolie auswählen, dann funktioniert es. Wird jetzt ein bisschen länger dauern zum Schneiden, weil er überall quasi zweimal schneiden wird, aber es ist ein einmaliger Aufwand. Und dafür haben wir dann eine Folie, die wir immer wieder verwenden können. Das heißt, ich mache jetzt hier meine Folie drauf. Und jetzt erst recht, weil er zweimal schneidet, mache ich die hier an der Matte fest, damit die nicht herumrutscht. Ich mache jetzt zuerst die lange mit den Haaren. Es wäre dann doof, wenn ich jetzt anfange und irgendwann entscheidet er sich, das zu verschieben. Dann hätten wir ein Problemchen zusammen. Gut, das heißt auf die Ebenen. Das Herz, das kann ich jetzt wieder ausblenden, brauche ich nicht. Dafür nehme ich jetzt hier meine Hasen, sage herstellen, auf der Schneidematte, bestätigen, weiter. Und jetzt nehme ich eben die Acetatfolie. Weil die funktioniert hat. Matte laden. Und dann los sagen und Daumen drücken, dass das auch funktioniert. Lasst den jetzt einfach mal machen und nehmt euch wieder dazu, wenn er durch ist. Es ist mir ein kleines Missgeschick passiert, aber ich kann es noch korrigieren. Ich hatte dummerweise geguckt, ob das hier oben gut funktioniert und das nicht wieder genug runtergeklebt. Deshalb hat er das jetzt einfach angehoben, aber können wir trotzdem verwenden. Von dem her, seid geduldig, lasst es einfach machen und nicht quasi in der Zwischenzeit, den hier oben anfangen, Sachen zu lösen. Kann ich das hier schön vorsichtig von der Matte lösen. Und das hier oben korrigiere ich noch kurz. War nur ein bisschen geknickt. Passt. Aber per se hat das alles wunderbar geschnitten. Was ich jeweils nicht so mag, aber hier ist es jetzt nicht so schlimm, weil es nicht so dermaßen detailliert ist. Das müsst ihr jetzt natürlich alles auch von der Matte lösen wieder. Die Kleber behalte ich kurz, weil die kann ich dann fürs zweite Schneiden auch gleich verwenden. Und der Rest oder den Rest der Folie
Den könnt ihr natürlich für ein anderes Projekt verwenden. Das kann weg. Das hier kann auch weg. Und den Rest eben für ein anderes Projekt. Ihr könnt die kleinen hier sogar aufbewahren und die zum Beispiel mit einem 3M-Sprayer einsprühen. Und dann könntet ihr die so quasi einzeln irgendwo platzieren und die so zum Blenden verwenden. Die sind einfach zu süß, die werde ich garantiert nicht wegschmeißen. Na, so was Süßes kann man nicht wegschmeißen. Geht nicht. Das heißt, die behalte ich. Dann kann ich hier sagen, nee, nicht jetzt. Zurück. Dann kann ich das hier ausblenden, die andere einblenden, herstellen sagen, auf der Schneidematte bestätigen, weiter. Und jetzt eben wieder das Acetate. Hier. Dann müssen wir natürlich die neue Folie drauf machen. Und die auch wieder schön festmachen, damit die nicht verrutscht. Und lernt aus meinen Fehlern, nicht irgendwie unterwegs versuchen, hier oben das irgendwie anzuheben und zu gucken, ob es funktioniert hat, sondern lasst den einfach fertig schneiden und dann hebt ihr es an. I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this. Our hands touch once or twice, feeling kind of. Schieb die kurz ein bisschen beiseite, weil ich kann natürlich nicht abwarten, jetzt anfangen, das auszutesten. Das heißt, ich habe hier meine Karte. Ich mache das jetzt ganz flach, ohne dass ich hier noch eine Mattung mache. Platziere hier die so ein bisschen so, wie ich die gerne haben möchte. Dann mache ich das jeweils so, dass ich die einfach von hinten draufklebe. Und hier nehme ich jeweils einen Kleber, der nicht stark haftet, damit ich das dann auch wieder von meiner Karte lösen kann, ohne dass es dann das Papier zerreißt. Dann nehme ich hier zwei von meinen Kissen, Distress Oxide, die hatte ich euch eben letztes Wochenende gezeigt. Einerseits habe ich hier das Saltwater Taffy und dann die Abaddon Coral. Und jetzt kann ich hier einfach mal anfangen zu blenden. I'm looking at you and I feel the tension. You know, this could be like heaven. I am right here doing my best to make you feel like I do. Müsste das eigentlich einen relativ schönen Verlauf geben. Jetzt gucken, dass ich da nicht die Finger voll habe mit der Farbe, wenn ich dann die Karte anfasse. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde die ziemlich cool. Und ihr seht, wie detailliert ihr dann mit solchen Schablonen auch blenden könnt. Ist die nicht der Hammer? Ich finde die so cool. Das als Hintergrund könnt natürlich auch nur einen Hasen, also ihr braucht da nicht immer die ganze Schablone zu verwenden, könnte man natürlich auch nur einen Hasen machen. Ich spüre die kurz unter dem Wasser ab, das geht mir einfach, als wenn ich da versuche, das mit dem Tuch abzuputzen und lege die dann einfach auf ein Bounty und so kann ich die auch wieder abtrocknen. Und den kleinen, wenn ihr jetzt irgendwo kleine Osterkarten machen wollt, könnte man den hier, ich nehme jetzt hier einfach so einen Klebepunkt kurz, das geht für die Größe am einfachsten,
mache den hier drauf. Kurz wieder zurück zum Taffy. Versuche hier einfach nicht zu viel Druck drauf zu geben, nicht, dass sich der Kleber löst. You're making me weak now. What doesn't kill you makes you. Our hands touch once or twice. We should... Dann haben wir hier ein kleines Kärtchen mit dem kleinen in der Ecke. Könnte man noch was stempeln. Ne? Einfach so, was ihr mit den kleinen hier auch noch anstellen könntet. So, mittlerweile ist auch der andere Schnitt fertig. Kann man sagen, okay. Das wird jetzt ein bisschen schwieriger, um das quasi von der Matte zu lösen. Suche hier kurz einen kleinen Trick und einfach mal das, was sich lösen lässt, einfach hier mit einem Kleber schon mal hochzuheben. Hier ist es wirklich wichtig, wenn ihr auch so kleine Teile habt, dass ihr die nicht auf der Matte liegen lasst, weil wenn ihr nachher versucht, irgendetwas zu schneiden mit Flexfolie oder Vinyl und das hier immer noch drauf ist, dann bekommt ihr da unschöne Schnitte. Hier versuchen wir mit dem Rakel runterzunehmen. Wie gesagt, hier wirklich drauf achten, dass da nichts drauf zurückbleibt. Das ist bei mir der Fall. Und dann mache ich hier kurz noch Chaosbeseitigung. So, ich hoffe, ich habe alles erwischt. Natürlich Projekt speichern, wenn ihr das wiederverwenden wollt. Und die Folie wurde wunderbar geschnitten. Jetzt testen wir die natürlich auch noch aus. Ich habe das Ganze schon festgemacht und hierfür, also ich blende das jetzt mit Broken China und Uncharted Mariner. Mariner. Wie auch immer man das nennt. Genau, das heißt, erstmal mit der hellen Farbe oben runter. Ihr müsst natürlich nicht immer mit zwei Farben blenden. Ihr könnt auch zum Beispiel einfach mit einer Farbe und dann unten auslaufen lassen. Geht natürlich auch. Und das ist echt auch für mich immer eine extrem coole Sache, wenn ich zum ersten Mal eine Schablone verwende. Und so sieht die Karte aus. Ist doch der Hammer. Sowas als Hintergrund finde ich richtig, richtig cool. Genau. Und auch die kann ich natürlich jetzt wieder auswaschen, die Schablone. Damit das alles dann wieder sauber ist und für das nächste Projekt verwendet werden kann. Aber das ist eigentlich schon das, was ich euch heute zeigen wollte, wie ihr eben solche Schablonen ganz einfach mit dem Stencil Material machen könnt und die dann für eure Projekte verwenden könnt oder Kartenhintergründe, müssen eben nicht nur Hintergründe sein, sondern ihr könnt auch so kleine Karten machen. Da müsst ihr jetzt auch nicht das Reststück nehmen. Ihr könntet jetzt hier auch zum Beispiel sagen, ich blende hier nur eins oder ich kann mir auch einen ganz kleinen Stencil nur mit diesem kleinen hier machen. Das heißt nur ein Element. Auch das würde gehen. Also, ne? Wie auch immer ihr das gerne verwenden wollt. Aber das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Ich hoffe, das war hilfreich für euch. Wie gesagt, ihr könnt es nicht nur mit der Cricut Joy machen oder mit einem Cricut Plotter natürlich, sondern auch mit anderen Plottern. Und
da einfach die Einstellung ausprobieren. Ihr seht, ich plotte auch schon lange und trotzdem muss ich immer wieder gucken, was ich jetzt mit welchem Plotter für Einstellungen verwende. Und es funktioniert auch nicht immer alles auf Anhieb. Von dem her einfach ausprobieren und wenn ihr dann die richtigen Einstellungen gefunden habt, das euch irgendwo notieren und dann könnt ihr immer wieder solche Schablonen machen. Und wie gesagt, das Material ist von Silhouette das Stencil Material. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, dass ihr Lust habt, das selber auszuprobieren und dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I'm trying to get your attention. Can I come close? I don't know how to play this.